Moin Mila und herzlich willkommen zum, wer weiß, wahrscheinlich vielleicht letzten Part von Dragon Quest 3. Wir sind im Postgame angekommen und ja. Gut, wir haben schon komplett auseinandergenommen. Anscheinend mache ich nochmal die Musik ein wenig leiser. Great Keeper. Ich bin gespannt. Ja. Hey, Leute. Bin wirklich gespannt. Phoenix. Hier scheint ganz schön was abzugehen. Die goldenen. Ah, jetzt noch einer da. Perfekt, ich würde mich aber freuen, wenn der auch bald tot ist und ich jetzt nicht so viele MP wasten muss, jetzt nur, damit der eine da umfällt. Ey, Level 55! Nicht schlecht. Ey, Level 52! Gut. Für nix, okay. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hinkommen. Anscheinend ja zu einer gewissen Göttin. Göttin des... Weiß ich auch nicht. Ach ja. Und dann war es das wahrscheinlich, ja? Das sind die höchsten Gegner, die goldenen... Die goldenen Adler und Statuen. Schön. Hat der was. Hat was, finde ich. Hat was Schönes. Es muss nur... Ja. Okay, perfekt. Klappt. Es muss nur klappen. Es muss nur irgendwann vorbei sein, aber... Dann war es ja auch schon vorbei. Huch. Ach ja, die Dinger. Ruby Wristband. Okay. Changes. Aha, also Jana ist jetzt anscheinend ein Show-Off. Was auch immer das jetzt bedeuten mag. Ich weiß es nicht. Aber gut, okay. Ich glaube, ich pack's wieder weg. Das ist irgendwie komisch. Warum Show-Off? Warum? Naja. Ich wäre auf jeden Fall dafür, dass der Terror-Troll weggeht. Weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich machen die anderen beiden eigentlich mehr Sinn. Geil. Sehr, finde ich gut, dass er gehen will.
Ach ja, die MP schwinden wieder. Oh wow, und meine HP schwinden. Oh fuck. Ich glaube, ich heile mich. Es ist mir zu. Das ist gruselig. Ich meine, Sage Stone hin oder her. Wohin führt unsere Reise? Okay, danke, dass Sie. Oh, voll hier, okay. Wo ist er hin? Da stand gerade irgendwas, oder? Aber da stand nicht, dass er tot ist. Oder? Stand da vielleicht, dass er tot ist? Ich würde mich freuen, wenn das da stand. Naja. Auf jeden Fall gleich tot. Jo. Jetzt passt sie wieder. Das ist nix. Also, to be fair, vielleicht schon. Okay. Die haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gekämpft. Also, das muss jetzt nicht sein. Naja, wieder voll geheilt. 500 HP. Also, Kesing ist schon irgendwie echt gut, dass wir das jetzt haben. Anders als dieses bescheuerte Singen, oder wie auch immer es hieß. Oh, fuck. Tama! Was ist denn hier los jetzt? Okay, Spells. Oder hier. Wo ja irgendwas passiert. Also jetzt darf Basti. Bitte Joanna heilen. Danke. Alter, hä? Sag mal, was soll denn die Scheiße? Hab ich irgendwas verpasst? Warum stirbt der jetzt einfach so? Ja, und jetzt haut er wieder. Doch nicht. Ja, aber sterben wie so ein. Wie so ein weiß ich auch nicht. Wow, dass das geklappt hat, finde ich krass. Ja, der eine ist gerade confused. Okay, ich würde sagen, Basti, please. So, sind die jetzt nicht beide confused?
meine Kopfhörer ficken gerade. Was soll die Scheiße? Was soll das? Manchmal haben die so komische Bugs, dass man einfach nichts mehr hört. Na egal. Wieder die MP von Rana leer. Naja. Rare Rings, ne? Wenn ich jetzt wann dann. Wenn ich jetzt wann dann. Oh fuck, falsch. Oh, danke, Basti. Hey, das ist immer gut. Wenn das klappt, dann bin ich glücklich. Dann bin ich glücklich. Muss ich sagen. Ah, cool. Das ging schnell. Ich glaube immer gut, zu late, danke. Ich wollte gerade sagen, ihr habt schon wieder keinen Bock, wenn er wieder tot ist. Stimmt, warum verreckt jetzt die ganze Zeit? Ist doch voll hier in London hier verreckt. Ich hab keinen Bock, dass hier alle sterben. Mit full health. Hier jetzt bitte sterben. Na gut. Beschweren kann ich mich da eher weniger. Okay, ich mache jetzt einfach ein Quick Save hier. Jetzt wird es Zeit, hier das Ding ein bisschen zu usen. So, und dann hier all. Jetzt können wir weitermachen. Schade. Ah, man kann es ja mal versuchen. Die machen schon echt Damage. Aber ich auch. Das kann man nicht sagen, dass ich keinen Damage mache. Ich mache auch Damage. Aber wie man sieht, anscheinend wirklich nicht genug Damage. That's crazy. So. Bei den Heilern und so, ja. Die haben definitiv nicht genug Wumms dagegen anzukommen. In HP. Das wird echt an der Stelle knapp, wenn die beide oder wenn die eine die gleiche Person angreifen, alle. Dann wird's knapp. Das ist crazy. Naja. Ne, ist dann natürlich cool, wenn man so 2 Meter weit kommt, bevor die nächste Person kommt. Oh. Ja. Naja, dafür haben wir ja genau das. Ich vertraue dir jetzt aber mal, Basti. Jo. Meistens kann man ja auch darauf vertrauen, dass sie das Richtige machen. So ist nicht. Also, das ist schon alles gut. Aber ich wollte trotzdem auch mal anmerken. Das müssen wir mal nachschauen. Na gut, die MP sind wieder leer.
Also wir befinden uns hier definitiv auf einer Endgeraden. Ich habe schon das Gefühl, dass die Items einfach... Ja, dass die Random Encounter schon wieder hier richtig reindrücken. Kommt dir echt keine 2 Meter. Um Besuch zu bekommen von 3 Idiots. Wenigstens ist der eine auf unserer Seite. Das freut mich. Bis jetzt. Na ja, aber Fight gerückt aus Versehen, das war falsch. Das wollte ich natürlich nicht. Ah, klappt ja doch alles. Klappt ja doch alles anscheinend. Okay. Ach Leute, ich weiß gar nicht. Ich würde gerade einfach am liebsten möglich einfach gerade fertig werden, ja? Also, das ist eigentlich mein Plan, um ehrlich zu sein. Ich habe gerade wirklich Interesse daran. Elevating Shoes. Wow. Das Ding ist, John hat ja dieses komische Wristband so. Bisschen useless gerade und hatte sonst hier den Caring. Aber vielleicht machen die ein bisschen mehr Sinn. Mit Luck. Kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich eine super gute Idee gewesen. He took one for the team, I guess. Stirbt immer Basti. Was soll das? Was soll das? Hör auf zu sterben. Wieder MP, Joanna. Basti. Ach, das ist okay. Das kriegt man hin. Das kriegt man hin. Außer Joanna. Joanna kriegt es hin, das nicht hinzukriegen. Weg. Huch? Hier? Wo seid ihr anders? Ihr seid andere, oder? Also, wenn ihr jetzt noch schlafen? Jo, okay, alles klar. Explosion. Die Skelette denken sich. I sleep. Real shit. Oh, Gottes Willen, Alter.
Okay, anscheinend. Oh, ich hab so gebeten gerade, ey. Kann ich gar nicht vorstellen. Mir ist das Gefühl, es ist ein Boss. Das würde ich gar nicht lustig finden. Kann ja eigentlich nichts tun, außer die Dinger jetzt wegbraten. Muss dann versuchen. Oh, das war's. 1, 2. Vielleicht. Noch mal ein bisschen. Und wenn ich es nicht schaffe. Oh, echt jetzt. Dann machen wir das im Let's Play. Im Remake, wa? Wie immer wird alles im Remake gemacht. Nee, dann, ach komm, Leute, dann. Ja, das kriege ich nicht hin. Ich habe keine Lust mehr zu grinden, um ehrlich zu sein. Ich habe keine Lust mehr noch weiter zu grinden. Ich kipp um, wenn ich nochmal grinden gehen muss. So, was hast du zu sagen? For a human to reach this place is truly something. Well met, Morrel. I am Xenlon, Keeper of the Heavens. You must be rewarded for reaching my sanctuary. I shall grant you a wish. On one condition. That you first best me in battle. And then leave. I thought you might amuse me, but alas, it seems I was mistaken. I won't stand a chance against him. Wie eine weirde Wahl. Mamma mia. Vielleicht ist er nicht so schlimm. Vielleicht ist er nicht so schlimm. Warum habe ich kein Internet eigentlich? Was ist denn hier los? Kein WLAN? Okay, warte mal, was? Real? Was ist da richtig? Also, dieses Vieh hat anscheinend oh. 7300
Leben. Ja, kommen wir nie wieder gegen. Das wird nichts. Das wird wirklich nichts. So. Ja, okay, alles klar. Soma hat ein Siebel. 1000. Ja. Das Vieh hat 7000. Bei aller Liebe. Wird nichts. Das wird absolut nichts. Das werde ich nicht schaffen. Dafür bin ich auch einfach levelmäßig nicht gut. Ich habe keine Lust zu leveln. I'm sorry. Ich habe das Hauptspiel geschafft. Hier, Zenlon, du alter Motherfucker. Du kriegst, weiß ich auch nicht, irgendwann auf die Fresse, wenn ich da Bock drauf habe. Im Remake dann. Im Remake können wir dich, killen wir dich, aber so was von. Kein Problem. Aber jetzt schweb da mal. Schweb du mal. Eieiei, Alter. Das ist ja... Okay, ich verstehe, warum der Typ im Bonus in diesem Walkthrough auf Level 80 war, in dem Moment, als er hier ankam. Das... Heilige Scheiße, Alter. Der raut nochmal richtig rein. Okay, das war Dragon Quest 3. Komm, das war Dragon Quest 3. Ich mache über Dragon Quest 3 kein Video. Ich will nicht. Mache ich nicht. Denn ich möchte dann gerne über das Remake ein Video. Ja, also das hier ist eh eher nur so Vorbereitung, sodass man mal das alte Spiel gesehen hat. Und dann freue ich mich darauf, das Remake zu erleben. Und über das Remake gibt es dann ein Video. Ja. Aber hierüber mache ich kein Video. Das ist einfach, ich will es einfach mal durchspielen, damit ich es durchgespielt habe. Und dann spielen wir das Remake. Und dann spielen wir es komplett und richtig und das wird toll. Und dann holen wir auch alle Minimedals und machen alle Extras. Das Hauptspiel, haben wir gesehen, ist gut. Gut. So. Fuck off, Alter. Zenlon kann hier rumschweben, bis er tot umfällt von mir aus. I don't care. Bis dann. Ciao, Mädel.